Endlich! Na, wie war die Nachtschicht, Old Ed? Na ja, ich hab einen steifen Rücken. Cats and Dogs 3. Was zum Feller ist los? Ich bin der mit Abstand verruchteste Schurke, den die Welt je gesehen hat! Die ultimative Schlacht. Das ist nicht gut. Steht bevor. Es häufen sich weltweit die Berichte über beunruhigende Strömungen in der Welt der Haustiere. Wenn wir der Sache nicht sofort Einhalt gebieten, könnte ein Krieg zwischen Katzen und Hunden ausbrechen. Das Schicksal der Katzen und Hunde auf der ganzen Welt liegt in euren Puten. Moment bitte. Um diese Kapriole aufzuklären, brauchen wir eine Crew. Und dieses Mal... Oh, 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 bremsen! Wir kommen in einen Ringverkehr. Wie wär's, wenn ich mal übernehme? Spuck's schon aus, du Taschenspielzeug. War das etwa zu viel? Ist die ganze Tierwelt in Gefahr? Oh! Großer Gott, wir sind verdammt. Cats and Dogs 3. Pfoten vereint. Was bewirken die? Ihr solltet merken, wie eure Verachtung füreinander langsam nachlässt. Oh, dein Fell ist so weich. Ab 19. November im Kino.